Hallo ihr Lieben, wir machen heute mal eine Mini-Karte, also nicht die Standardmaße, die ich sonst nutze, sondern wir nehmen 19 mal 9,5, das ist Savanne. Also 19 mal 9,5, wir können natürlich auch die Größe ein bisschen variieren, falls ihr es ein Stück kleiner, ein Stück größer haben möchtet. Aber ich finde die Größe eigentlich ja, passend. So, also. Und dann natürlich bei 9,5 Falzen. Und schon haben wir das kleine Kärtchen fertig. Und ich habe natürlich mein Zubehör vergessen hier. Ja, naja, macht ja nichts so. Da haben wir schon mal das Kärtchen. Dann brauchen wir noch ein Stück Designerpapier. Und ich nehme aus dem neuen Set. Moment, ich muss gucken, wie es heißt. Es guckt schon oben raus. Dieses Leinen. Das ist Designerpapier Blüten der Erinnerung. Genau, und das Leinen gefällt mir so gut. Und dann nehme ich 9x9. Na, nehmen wir einfach 5 mm weg. Und dann dürfte das eigentlich passen. Ich mag Leinen. Leinen sieht schön aus. So, 9x9. Und das sieht dann so aus. Süß. Könnt natürlich auch Holz nehmen. Wäre auch gut gekommen. So, den Rest. Nee, brauchen wir nicht mehr. Den Rest habe ich schon vorbereitet. Und ich habe mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht, wegen den Videos, wegen Hochladen, wann und wie viel. Und also ich denke mal, es wird sich auf 3 reduzieren. 4 wird vielleicht ein bisschen viel. Ich habe gesagt, von Freitag bis Montag. Ich denke, ich werde Freitag, Samstag, Sonntag machen. Also wären es 3 Videos pro Woche. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Und dann könnt ihr euch das Wochenende mit meinem Gesabbel auseinandersetzen. Hey, auch nicht schlecht, oder? Also das versuche ich wirklich anzupeilen, die 3 Tage. Nicht die 4, sondern die 3 Tage. Ja. So. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Schaut mal. Ich habe ein bisschen rumgemalt vorher und ausgeschnitten. Also das war echt eine Friemelarbeit und musste aufpassen, dass ich mir das nicht kaputt mache. Aber die sehen echt schön aus. Das ist aus dem Set. Nam, 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 nam. Ha, frei wie ein Vogel. Dieses Vögelchen, die beiden Blumen und das hier unten. Die Blätter. Und ich habe einfach wieder Seidenglanzpapier genommen und habe mit den Stempelkissen koloriert und mit einem Wassertankpinsel. Das ist Farngrün, das ist das neue Rokokorosa, das ist Faungrün und das ist Granit. Genau, und der Schnabel ist so ein Mix aus Gelb und Granit. Jo, damit ihr auch die Farben wisst. Also dieses Faungrün finde ich wirklich schön. Hat so einen richtigen, hat einen Blaustich, aber ich finde es echt hübsch. So. Ich würde sagen, wir setzen gleich zusammen. Wir brauchen ja noch einen Spruch. Wir können natürlich das Vögelchen auch so aufbringen, aber ein Spruch wäre schon nicht schlecht. Ich nehme jetzt einfach hier ein Stück, was übrig ist, und nehme mir einen schönen Spruch. Nehme wieder klitzekleine Grüße, geht ja immer. Da nehme ich ein kleiner Gruß. Da passt ja so eine kleine Karte am besten. Ein kleiner Gruß. So. Stempel ich jetzt ganz einfach mit Schwarz. Also das Längste wirklich, was an dieser Karte dauert, ist das Ausmalen. Aber wenn man darin geübt ist, da geht das dann auch mit zack, zack, zack. Ne? Das ist ja dann auch keine große Sache mehr. So, ein kleiner Gruß. Könnte ich hier einen anderen Spruch nehmen, ne? Der passt. Ich versuche natürlich immer. Moment, ich ziehe es mir mal runter, damit ich nicht schief stempel, aber bei meinem Glück. Nein, es sieht gut aus. Und da werde ich das mal flink zurechtschneiden. So, ich habe einfach noch so 2 Spitzen dran gelassen, aber die gefällt mir nicht so. Müssen die Kinder gerade jetzt durch die Wohnung rennen? Ich hoffe,
hoffe immer nur nicht, dass ihr das hört. Das wäre so ein bisschen blöd. So Störgeräusche. Ah, okay, ich lasse es lieber, bevor ich noch irgendwas kaputt mache. Oder mir noch weniger gefällt das vorher. Ja, das passt schon. Da gibt es ja auch eine Stanze für, aber ach, wisst ihr, extra eine Stanze dafür kaufen. Nö. Vielleicht, irgendwann, wenn es mich nervt, dann. So, jetzt können wir natürlich überlegen, wie wir das Ganze aufkleben. Ich mache es einfach flach, also ob jetzt 3D-Dinger nehmen oder hier mit Kleber. Und ich mache das jetzt einfach so drauf. So. Gucken, was raus macht, nicht. Dann. Ah, hier zuckt das Auge. Ha! Wenn ihr einen Roller habt, könnt ihr gerne mit dem Roller drüber gehen. Hoppala. Dann können wir hier schon mal 3D-Pads drauf machen. Ich zerschneide wieder einfach rein und dann. Mache ich das so drauf. Ja, jetzt geht es ja eigentlich nur ans Drapieren, hinlegen, wie ihr das gerne hättet. Ich habe dem Vögelchen extra die Füße abgeschnitten, weil das wäre echt eine Friemelarbeit gewesen. Ne, hätte man eh nicht gesehen, wenn ich es jetzt da drunter stecke. Also von daher. Ich denke, ich werde das mal schnell drapieren und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so aufgeklebt. Oh ja, das wird echt schwierig, ne? Ich glaube, ich fange erstmal mit dem Grünzeug an. Oh Gott, wie hatte ich es jetzt liegen? Bei dem Kleber kann man ja noch zum Glück ein bisschen schieben. Ich bin echt gespannt, wann meine Diamond Paintings ankommt. Hab schon gut Deutsch. Da ist ja auch ein personalisiertes Bild dabei. Der kleine Schnucki. Liegt gerade hinter mir und grunzt. Hat uns auch schon lange nicht mehr beehrt, ne? Frechheit. Schnucki, du bist doch der Star. Du musst dich doch mal sehen lassen. Naja. Kommt auch bald mal wieder ins Bild. So. Ihr könnt ja auch gerne Videovorschläge machen, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ne, bei 3 Videos die Woche da. Ja, habe ich ja schon mal gemacht, aber da eher so verteilt und nicht so kontinuierlich so, ne? Ihr wisst schon, getaktet. Jetzt klebt das hier fest. Also könnt ihr euch gern Sachen wünschen, obwohl es haben ja schon welche geschrieben, dass sie gerne mal wieder auch Wolliges von mir sehen wollen würden. Ja, wüsste ich gar nicht, ob ich so viel zu zeigen hätte, weil ich bin ja leider in der Hinsicht ein Patron, der gerne Sachen anfängt und sie dann nicht beendet. Also ganz viele UFOs irgendwann nach einer Weile hat. Und wenn sie dann zu lange liegen, sie dann ribbelt. Bin ich leider ein bisschen doof, wahrscheinlich in der Hinsicht. Aber naja. Und vor der Kamera sitzen. Ja, eigentlich habe ich ja da kein Problem mit, aber. Muss man sich, ich sag mal frei heraus, muss man sich ja herrichten. Ne? Ich kann mich ja nicht wie ein Lump vor die Kamera setzen. Da habe ich dann manchmal so von wegen, ah nee, heute mag ich nicht, heute fühle ich mich nicht so und ja. So, ich muss gerade mal gucken, ob ich das Vögelchen hochhebe oder nicht. Nee, mache ich nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Ich klebe den auf. Das ist. Jo, wie nennen wir den denn? Das ist Fridolin. Ach, so heißen viele, ne? Fridolin. Also, wenn man so Tiernamen vergibt, höre ich ganz oft Fridolin.
So. Okay, kleines Kerlchen. Du sitzt schon mal. Jetzt, weil das so gut passt mit dem Leinenhintergrund, möchte ich gerne noch ein Leinenbändchen dran machen. Leinfaden. Ich habe extra neu bestellt gehabt. So. Und den machen wir jetzt noch an die Seite. Hier so. Na, einfach paar Mal drum wickeln. Und das Gute ist, wenn wir es jetzt direkt drum wickeln, dann kann man drinnen noch etwas reinschieben. Na, wenn man dann noch was Kleines hat. Sei es, wenn ihr ein Geldkärtchen draus machen möchtet, dann könnt ihr hier das Geld reinschieben. Oder eine Karte noch, ein Gutschein, was weiß ich. Bild. Na, ihr wisst schon, wie ich meine. Das ist gar nicht mehr schlecht. So, ich habe jetzt ein paar Mal einfach drum und hoffe, dass mir das jetzt hier nicht wieder aufspringt. Bei meinem Talent tut es das. So, ich werde mir mal schnell die Finger brechen. So, ich habe die Mitte jetzt nach oben gezogen und dort das Schleifchen gemacht. Und habe unten die so ein bisschen gespreizt, damit die hier einzeln liegen. Ja, finde ich ganz, sieht ganz hübsch aus. Können natürlich auch die zusammen machen. So. Okay. Wie gesagt, gar nicht mal schlecht. Hier kann man was reinschieben. So, hier drücke ich nochmal runter. So. Schleifchen ist nicht das Schönste, aber hey, was soll's. So. So, und da mir ja noch irgendwas fehlt und ich eigentlich aber Pailletten nehmen wollte, das schmeckt mir aber irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist wirklich mein Liebling, ne? Nouveau Crystal Drops Ivory Seashell. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich mag das wirklich sehr gerne. Und mach hier einfach wahllos irgendwo Punkte hin. Das reicht sogar schon. Hier noch ein kleines. Hier noch ein kleines. Da noch ein kleines. Jetzt reicht's aber. Ihr Lieben, wir haben Pferd. Die ist echt süß. Sie ist so klein, guckt mal. Aber sie ist so niedlich. Ach, ich finde sie goldig. Ich finde die echt süß. Wie gesagt. Das Set habe ich euch ja genannt. Ich schreibe euch wieder unten alles rein. Was hängt mir denn hier am Finger? Ja, ich finde das süß. Also, ha, goldig, goldig, zuckersüß. Solche kleinen Karten, also ist schnell gemacht, ne? Man sieht's. Wie gesagt, ihr könnt hier was reinstecken. Hier könnt ihr euch natürlich noch was, ein weißes Stück reinkleben, wenn ihr das möchtet, wenn ihr darauf lieber schreibt oder was raufkleben möchtet. Kann ja auch sein, dass ihr ein Bild verschicken möchtet, ne? Kann man das hier schön reinkleben oder nicht verschickt, sondern einfach verschenkt oder euch die selber hinstellt. Das ist ja euch überlassen. Ich finde die echt süß. Süß, 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 süß. Ich versuche immer wieder dieses Glitzern einzufangen vom Seidenglanzpapier, aber das, ich habe das Gefühl, meine Kamera möchte das nicht so aufnehmen. Und man kann es ahnen, weil, warum ich das so sage, ich habe nämlich heute Aquarellpapier ausprobiert. Richtiges Aquarellpapier und das ging nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mag dieses Aquarellpapier die Stempelfarbe nicht. Ich habe es aber auch, glaube mal, mit Aquarellfarbe ausprobiert auf diesem Papier und das ist für den Arsch. Naja, nun gut. Ich bleibe bei dem Seidenglanz. Das Seidenglanz ist wirklich toll und ihr seht, wie ihr da auch schön schattieren könnt. Ja, ihr Lieben, ich rede nicht zu viel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!